Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schlag kommt auf diesem Kanal. Ich bin's Mioka und heute kämpfe ich gegen Winnie Pooh auf der Karte Kansai-Wald. Und ja, ist doch eine relativ interessante Schlacht. Sie ist noch ja, alt, kann man schon sagen. Die neueste ist sie nicht mehr, sagen wir es so. Wie gesagt, ich muss ja nochmal mit meinen Replays alles durchkramen und nochmal gucken, wie und was ich jetzt schon kommentiert habe. Naja, auf jeden Fall ist hier auch ein kleiner Hinterhalt auf der Karte, wie man auch am Titel entnehmen kann. Und also vom Video hier jetzt. Und ja, dann kommen wir ja doch jetzt mal zu meiner Armee. So, na komm. So, also. Ich habe hier einmal, kommen wir mal zu meiner Kavallerie erstmal. Also ich habe hier einmal Yariki Stufe 4 und dort dieser Seite ebenfalls nochmal Yariki Stufe 4. Dann habe ich hier nochmal Infanterie des Shogunats unerfahren, Infanterie, nee, Shishigumi Polizei unerfahren und nochmal Streitmacht Schwarze Schildkröte unerfahren. Ja, dann habe ich hier noch in den Wald Kishuninja, dort ebenfalls nochmal, hier auch und dort auch. Mein Gegner hat hier einmal Parrot-Geschütze, dann hat er Tosa Jäger Stufe 5, 3 und die Parrot-Geschütze sind Stufe 2. Dann hat er hier noch Säbelkavallerie Stufe 2, Katana-Katschi Stufe 4, ja, unerfahrene Streitmacht Schwarze Schildkröte, Infanterie Schwarzer Bär Stufe 4 und nochmal Kidai Stufe 2. Ja, meine Karte bewege ich auch schnell vor dort. Hier ziehe ich schnell meine Kishuninja zurück, damit sie nicht erwischt werden. Hier habe ich auch Heimlichkeit aktiviert, damit ich, wie gesagt, damit die nicht gesehen werden. Mit den Ninjas dort werde ich jetzt auch von der Seite kommen, weil ich hätte gedacht, der geht eher dort oder so längs, anstatt auf dieser Seite. Naja, ist er nicht. Ich stelle ihn auf jeden Fall, stehen jetzt meine Einheiten verdeckt hier am Rand. Die könnten hier wunderbar gleich agieren. Und auch so Wälderkarten sind doch schon in ja relativ witzig mal. Ist auf jeden Fall gut, die mal dabei zu haben. Und ja, Kavallerie, zum Kavalleriekampf wird es hier jetzt auch gleich kommen. Und ja. Hier sind meine Kishuninja ja auch noch. Also sie wurden jetzt eben entdeckt, habe aber jetzt schnell Heimlichkeit aktiviert, damit sie halt nicht mehr entdeckt sind. Dort oben sind sie noch versteckt. Hier das Sammeln aktiviert schon der Gegner mit seinen, ja, mit seinen Einheiten. Hier schießt jetzt sein General auch meine Kavallerie noch mit. Die ist jetzt auch noch im Nahkampf gegen mit seiner Kavallerie dort. Ja, versteckte Einheiten wurden entdeckt und ich bewege sie jetzt hier schnell vor und lasse sie auf diese Katana-Katschi hier jetzt vielleicht die Granaten niederprasseln, wenn man so sagen kann. Jo. Das macht schon relativ, na, 15, 16 Schaden. Ist schon nicht das Schlechteste. Ja, jetzt gehe ich hier schnell auf seine Kanonen, damit die, weil das wäre natürlich auch noch eine große Gefahr, damit die ausgerottet werden hier. Ja, jetzt kommen hier noch Katana Katschi Nahkampf. Oh, der ist ein Kopf kürzer. Naja, hier kommt jetzt nochmal eine andere Kavallerie zur Hilfe. Sollte auch ursprünglich auf den General gehen, schafft es aber doch nicht mehr ganz. Und ja. Hier fliehen jetzt auch mal leider meine Kishuninja, sind doch noch auch nicht dann die effektivsten. Und das wäre jetzt hier doch schon relativ albern, dass ich die angegriffen habe und die null verloren haben. Und das ist echt lächerlich. Das sind natürlich wieder diese typischen Bugs in Schuhen und die doch manchmal ganz schön verheerend sind und auch extrem nervig. Und ja, jetzt ziehe ich hier allgemein meine ganzen Einheiten vor, dort hinten auch meine Ninja, alles kommt jetzt ran, was es zu holen gibt. Kavri ist glücklicherweise immer noch an der Seite im Nahkampf. Ja, gegnerische General ist down, wie wir eben gerade gehört haben. Hier stehen jetzt auch die Infanterie des Shogunats, steht jetzt hier auch, kann jetzt auch schon schießen. Jo, die schießen gut. Hier, der Gegner schießt mit seinem nervigen Kanon da jetzt noch rum, die eigentlich gar nicht mehr hätten existieren dürfen. Regt mich jetzt immer noch auf. Naja, hier werfen jetzt auch die Ninja ihre Bomben ab. Und die Shishigumi schießen auch wunderbar drauf. Ja, hier fliegen jetzt die Bomben ab. Das ist jetzt echt schon ein Feuerhagel, kann man schon sagen. Der Gegner ist jetzt echt schon zermürbt. Ja, der General habe ich im echt schlecht hingestellt, muss ehrlich mal eingestehen jetzt. Naja, hier kommen jetzt noch Katana Katschi, die werden aber noch relativ gut auseinandergenommen jetzt von den schwarzen Schildkröten hier. Ja, aber die werden jetzt hier im Nahkampf noch kommen. Sieht man klar. Jo, die kommen im Nahkampf. Die sind im Nahkampf. So, aber trotzdem werden sie jetzt gleich fliehen, weil der General ist down und der hat eigentlich nichts mehr.
der Gegner. Und damit habe ich doch noch gewonnen, obwohl der Gegner ja eigentlich schon einen großen, teuren Teil meiner Armee dort oben auf dem Berg ausgeschaltet hatte. Weil Ninja kostet ja auch immer irgendwas mit 1045 irgendwie so. Und damit danke ich mich an alle Zuschauer, die jetzt hier zugeschaut haben. Und ja, dann schaut bitte beim nächsten Mal auch wieder rein, gebt mir einen Daumen, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abonnement und schau bis zum nächsten Mal.